Hallo liebe Freunde des gepflegten Panzerfahrsports und willkommen zurück zu World of Tanks zum AT-Alltag am Montag. Natürlich mit dem Testserver für die Version 1.13, der nun seit Donnerstag oder so live ist. Ich war halt nicht da, ihr wisst es ja. Und eigentlich wollte ich auch die Tier 9 AT spielen, aber wozu auch Testserver, wenn man am Ende nur Tier 10 spielen kann, weil man einfach mit 9er... egal was, keine Runde bekommt. Also ich habe jetzt gerade dreimal fünf Minuten gewartet und habe keine Runde mit der 9er Arti bekommen, der Amerikaner, weil die eigentlich ja regulär dran ist. Die letzte Woche haben wir ja die Tier 8er gespielt, aber sei es drum. Der Testserver, ich packe euch den Link unten in die Videobeschreibung. Hier soll es um die Änderungen der Artillerie gehen, aber wir wissen ja, es kommen ganz viele andere Sachen. HE-Überarbeitung, neue Gewichtung, also Buffs von Fahrzeugen, Oberfläche, Spee-Einsatz mit Preview von neuen Karten, Minsk-Überarbeitung, Benutzeroberfläche, Battle Pass nächste Saison, gewertete Gefechte nächste Saison, Blaupausen-Thema. Also, das Thema 1.13 ist riesig groß. Heute soll es um die Überarbeitung der Artis gehen und natürlich den damit verbundenen Nerf, den wir bekommen. Was bekommen wir? Wir bekommen zwei verschiedene HE-Typen. Der eine Standardtyp kann betäuben, aber keine kritischen Treffer machen. Der andere Typ kann kritische Treffer machen, aber nicht betäuben. Der Standardtyp hat weniger Alpha als in den, also in den bisherigen World of Tanks Versionen. Und dafür... Ach nee, Quatsch, dafür bekommt er nichts weiter. Also er hat weniger Alpha, er hat auch weniger Splash-Radius. Also, ja. Er wird einfach, die Granaten wird einfach schlechter. Dafür haben wir den zweiten Granatentyp, der einen höheren Alpha, glaube ich, bekommt sogar. Ich muss gerade mal gucken. 1420, genau. Höhere Alpha als bisher. Und kann, hat dafür aber weniger Splash-Radius und kann, wie gesagt, nicht stunnen, sondern nur kritische Treffer machen. Jetzt bleibt doch mal stehen hier. So, wow. Ja, und das Problem, was wir auch haben, die Flugbahnen werden teilweise flacher. Wir bekommen auch AP-Munition, die natürlich auf solchen Kollegen wie einer T95 einfach absolut sinnlos sind. Des Weiteren sehen wir schon auf der Minimap, wir sehen also jetzt, oder jeder im Spiel sieht, wo die Arti hingeschossen hat. Wir haben mega große Tracer, die auch jetzt uns hier schon einladen, dass die Lights uns rommeln, was sie auch beide hier machen. Dementsprechend wird es ja noch lustiger werden, in Zukunft als Artillerie-Spieler zu arbeiten. Und damit ist die Runde hier auch schon Geschichte. Wir sagen vielen Dank Wargaming für diesen Arti-Nerf und die Einladung an jeden Leitfahrer und natürlich auch an jeden Radpanzerfahrer, die Arti zu lokalisieren. Also viel, viel einfacher zu lokalisieren. Als auch bisher. Des Weiteren ist es ja auch so, dass die Spieler, und da muss man natürlich jetzt sagen, das muss man ein bisschen in den Kontext setzen. Ja, es gibt diesen Skill, womit man jetzt angezeigt bekommt, dass die Arti gleich auf einen schießt. Der muss aber auf den Kommandanten gepackt werden. Das ist ein zusätzlicher Skill. Das heißt, gerade bei vielen Mannschaften, wo der Kommandant auch den Funker ausübt, wird es schwierig sein, den erstmal zu erleveln. Grundsätzlich aber gibt es diesen Skill. Auch da wird es den Spielern also einfacher gemacht, der Artillerie auszuweichen. Was gibt es noch? Ja, es gibt die Vorahnung, den Vorahnungsskill auf der Arti-Crew, damit man, wenn man nachgeladen hat, schneller einen anderen Granatentyp laden kann. Ja, ich glaube doppelt so schnell oder so. Damit will Wargaming ja einfach bewirken, dass man auch die verschiedenen Granatentypen auf der Artillerie auch einsetzt. Es wird einfach trotzdem niemand AP schießen, zumindest nicht auf sowas wie einer T92 oder auf einer Conqueror GC. Oder auf einer deutschen Arti, weil die dafür einfach zu ungenau sind. Daran ändert auch nichts, dass Wargaming kurzfristig auch nochmal den Alpha-Schaden auf diesen Granatentypen bei diesen gerade genannten Artis erhöht. Es ist auch nicht möglich, so war es auch schon auf dem Sandbox im Grunde kaum möglich. Hier ist es auf dem Testserver noch viel weniger möglich, auch Low-Tier-Gefechte zu testen. Wir wissen also aktuell immer noch nicht wirklich, wie es auch im Low-Tier ablaufen wird, was Artillerie angeht. Im High-Tier-Bereich ist, ja... Also, willkommen beim AT-Alltag. Auch ist Wargaming auf beiden Ohren komplett taub, was Kritik angeht. Ich habe in den letzten Wochen auch in internen Veranstaltungen von Wargaming Kritik geübt. Ich habe auch damals beim Sandbox-Server Kritik geübt.
Ich weiß, dass die Änderungen selbst von Arty-Hatern, ich nenne es mal polemisch Hater, oder sagen wir mal von Spielern, die Arty kritisieren, so teilweise abgelehnt werden, weil der Tenor einfach natürlich ist. Reduziert die Artillerien einfach und das Problem ist gelöst. Das möchte Wargaming nicht machen. Die Begründung dahinter wäre wohl, dass es zu Wartezeiten kommen würde, gerade auf Nicht-EU-Servern. Ich glaube, das Argument war, dass auf einem nordamerikanischen Server das wohl zu Problemen führen könnte. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das stimmt, ob ich das richtig im Kopf habe, aber das war auf jeden Fall ein Argument. Ein Argument von Wargaming, warum sie das nicht tun. Für mich ist das ein fadenscheiniges Argument, weil man hätte es einfach mal ausprobieren können. Wozu gibt es Sandbox-Server, wenn am Ende nur Sachen überprüft werden, die sich Wargaming ausdenkt und nicht Sachen, die einfach mal überprüft werden, die aus der Community kommen? Hätte man ja mal machen können, weil dann hätte man zum Beispiel auch Kritikern entweder den Wind aus den Segeln nehmen können, ja, also einfach so von Seiten Wargaming sagen können, hey, wir testen das und dann seht ihr einfach mal, wie scheiße das ist. Aber nein, dazu haben sie nicht den Arsch in der Hose, weil sie höchstwahrscheinlich Schiss haben, dass es darunter auch Vorschläge sind aus der Community, die tatsächlich wohl mal funktionieren würden und die auch großen Anklang finden. Dazu kommt dann auch noch, dass Umfragen vom Sandbox, die ja anschließend auf dem Live-Server kamen, so das Umfragenformat gewählt war, dass man im Grunde ja nur positiv bewerten konnte oder fast nur positiv bewerten konnte. Ihr merkt schon, ich bin sehr, sehr wenig begeistert darüber, was jetzt hier passiert. Wenn man hier als Artillerist dann einfach mal nach einer Minute rausgeht, irgendwie einen Schuss setzen kann und dann sich bedankt dafür, dass die Art jetzt im Grunde totgenervt ist. Aber hey, Leute, ein Vorteil hat das natürlich, weil es wird höchstwahrscheinlich, und das ist meine These, es wird dazu führen, dass in Zukunft weniger Leute Artillerie spielen. Also am Ende bekommen dann auf die eine oder andere Weise die Kritiker dann doch irgendwie es hin, dass ihre Forderungen durchgesetzt werden. Wenn Wargaming schon die Slots nicht begrenzt, dann passiert es halt auf dem anderen Weg, dass einfach weniger Leute Artillerie spielen. Damit sind es auch so weniger Artis im Spiel. Wir gucken mal noch eine zweite Runde. Vielleicht dürfen wir die auch irgendwie nicht so schnell in der Garage verbringen. Und dann habe ich jetzt, glaube ich, erstmal alles gesagt, was mir gerade auf dem Herzen liegt, weil ich natürlich, ich bin seit Mittwoch nicht da. Ich wusste, dass dieser Testserver kommt. Ich konnte kein Content vorab vorbereiten. Ich habe seitdem ich weiß, dass diese Änderungen so jetzt kommen, wie sie auf dem Sandbox-Server waren, ich habe tagelang, wenn ich über das Thema nachdenke, Blutdruck hoch 10. Ich bin so sauer auf Wargaming. Nicht nur was die AT-Änderung angeht, sondern auch was diese HE-Änderung angeht, die totaler, Entschuldigung, wenn ich jetzt mal so sage, ich weiß, ich muss jetzt hier einfach mal wirklich vom Leder ziehen, ich weiß, dass Wargaming-Mitarbeiter mich intern, wenn ich das intern auf dem Discord schreiben würde, dafür rügen würden, wenn ich das sage, aber hey Wargaming, es ist einfach völliger was ihr dort bringt und wenn ihr auf vernünftige Kritik nicht hört, dann muss man auch einfach mal Klartext reden, dass diese Änderungen HE wie AT einfach völliger sind. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. So, und nachdem wir uns jetzt wieder beruhigt haben, gucken wir mal in die zweite Runde und schauen mal, ob wir denn die drei tollen Granatentypen, die wir jetzt hier demnächst haben, auch irgendwie sinnvoll einsetzen können. Mein Argument, wie gesagt, gegenüber Wargaming war, dass, oder ist immer noch, es war nicht nur, es ist immer noch mein Argument, dass das ein klassischer Arty-Nerf ist. So, jetzt kann man dazu stehen, wie man möchte. Das kann man erstmal außen vor lassen. Weil ich habe gesagt, man verliert halt Stun, beziehungsweise man kann nur noch kritische Treffer machen. Man verliert auf der anderen Seite Alpha-Schaden oder Splash-Radius. Das Argument von Wargaming oder eines der Entwickler war, ja, du musst ja nicht die drei Granatentypen einsetzen. Du kannst ja weiterhin deinen Standard-Granatentyp schießen, also die HE1 nenne ich sie mal. Da hast du ja Stun-Schaden und dann verlierst du doch im Grunde gar nichts. Ja, nee, ist klar. Ich verliere ja nur Alpha. Ich verliere Splash-Radius. Ich verliere die Möglichkeit, kritischen Schaden zu machen. Also was bitte, Wargaming, was bitte ist das? Naja, natürlich muss man auch ein paar Vorteile erwähnen, ein paar wenige Vorteile, und das sind hier zum Beispiel diese Flugzeiten der Granaten, ja, also das ist auch ziemlich cool, das gab es vorher auch schon im Pro-Mod, mittlerweile haben sie das Vanilla eingeführt, das ist also jetzt
an für sich so gesehen, also ganz nett, ja. Also ein Mini-Mini-Buff oder eine Komfortfunktion erhält man hier. Ja, das ist ganz cool. Ist aber dann auch, sag ich mal, relativ überschaubar. So, wir haben jetzt hier Standard-HE geladen und wir sehen schon, da kommen wir nicht hin. Jetzt werden wir einfach mal testweise uns auf dieser Position bleiben. Wir schenken dem Schuss jetzt mal dahin. Das ist ja Tester. Wir wollen ein bisschen testen und laden jetzt mal auf die 2. Und da sehen wir schon, es ändert sich einfach rein gar nichts. Wir können natürlich, wir laden jetzt deutlich schneller diese Granate nach. Es ist sogar mehr als doppelt so schnell, würde ich sagen. So, und jetzt wissen wir ja, dass hier auf jeden Fall ein Panzer steht. Vielleicht geht er ja sogar nochmal auf. Auf den Kollegen kommen wir nicht. Wir haben natürlich auch ein bisschen mehr Pen meines Wissens nach. Ich gucke gleich nochmal nach bezüglich der Pen auf der HE2. Die Pen ist, glaube ich, ein bisschen höher. Oh, guck mal hier. Da müsste man am Turm hängen bleiben. Nein. Gut. Laut Tracer sollte der Schuss am Turm hängen bleiben. Denn ist nicht so. Wir gucken mal kurz nach. T92. Ja, die Pen steigt etwas an. Auch der Alpha. Aber man hat, wie gesagt, das Problem, dass man auf dieser HE2 erstens keinen Stun macht und auch der Splash-Radius nochmal um einiges eingeschränkt ist als auf der HE1. Also er ist auf der HE1 schon genervt im Vergleich zur aktuellen Version 1.12.1, ja. Er wird jetzt nochmal genervt. Der Alpha von der HE1 wird noch ein Stück weggenommen. Also das heißt, die Standard-HE wird einfach faktisch schlechter. Man bekommt dafür jetzt eine HE2, die noch weniger Splash-Radius hat, was auf einer Art wie einer T92, die somit die ungenaueste, mit einer der ungenauesten Artillerien im Spiel ist, oder sagen wir mal auf Tier 10 ist, ist das einfach eine absolute Katastrophe. Gut, hier können wir mal einen schönen Hit machen, ja, der war sogar ganz gut, 619, da haben wir fast das Höchste rausbekommen, was man ohne Durchschlag machen kann. Man macht diese Treffer noch, also keine Angst, man kann die Treffer immer noch machen. Wirklich, es ist absolut kein Problem. Man muss halt nur mehr Glück haben. Man muss halt, also Wargaming, also einerseits Glück natürlich, auf der anderen Seite will Wargaming natürlich, dass man, ich nenne es mal, intelligenter spielt mit der Arti. Das heißt, dass man wirklich sich die Schüsse gut überlegt, die man setzt. Das finde ich ja an für sich gar nicht so scheiße, diese Überlegung. Nur, dass ich jetzt hier quasi indirekt dazu gezwungen werde, zu irgendwas, was aber am Ende... Na, treffe ich den? Nope. Was irgendwie sich trotzdem anfühlt als Gängelung, das ist halt irgendwie... Das kann es irgendwie nicht sein. Wirklich nicht. So. Mal gucken. Wir haben noch einen FV. Ich versuche gar nicht, AP hier zu spielen. Ich versuche es gar nicht erst, weil mit der Artillerie, vergiss es. Wir haben eine 0,83 Genauigkeit, wenn ich jetzt mal auf den insgesamten Vergleich schaue. Dann haben wir natürlich die Conqueror GC, die noch deutlich ungenau ist, aber dann hört es schon auf. Alle anderen 10er Artis sind um Längen besser. So, wollen wir mal gucken. Oh, wow. Also, ja. Wir haben noch eine alternative HE. Ja, aber ich bin wirklich sauer. Also, ich weiß auch noch nicht, wie ich damit umgehe, mit diesen Änderungen. Das sind wirklich Änderungen seit Langem, die ich wirklich scheiße finde. Ich habe vieles mitgemacht in World of Tanks. Ich meine, ich spiele seit 2011 World of Tanks mit ein paar wenigen Unterbrechungen, relativ am Anfang. Ich glaube, 2013 hatte ich mal ein halbes oder dreiviertel Jahr, wo ich nicht World of Tanks gespielt habe. Aber ich spiele im Grunde seit 2014, Ende 2014, irgendwie so grob in der Richtung. Seitdem spiele ich ununterbrochen World of Tanks. Er bleibt nicht stehen, oder? Okay. Das heißt, ich habe so ungefähr einen Plan, was in der Zeit passiert ist. Und ja, neben der Einführung der Radpanzer ist das, glaube ich, so mit der größte Bullshit, den ich irgendwie gesehen habe. Wobei bei den Radpanzern war es tatsächlich schwierig, muss ich irgendwie sagen, das vorab wirklich... Also ich muss zugeben, bei den Radpanzern war mir lange Zeit nicht klar, was da passieren wird. Als es klar war, dass die eingeführt werden. Das hat sich im Grunde erst später rausgestellt. Und
Ja. Da hat man es später erst gemerkt. Aber da gab es auch noch kleine Sandbox-Surfer bei den Radpanzern, wenn ich das richtig im Kopf habe. Wir verlieren die Runde im Grunde jetzt. Aber hier war das Elend von Anfang an im Grunde klar, was da passiert oder was da passieren kann. Wargaming tut ja auch mit den Sandbox-Surfern immer so nett, dass man da irgendwie tolles Feedback geben kann und dass das alles irgendwie prima ist und dass man da mitwirken kann am Prozess. Ja, nee, habe ich irgendwie nicht das Gefühl, dass man das kann. Also, ich verstehe auch immer noch nicht, wie es die Spielerschaft geschafft hat, diese Änderungen mit Crew 2.0 zu verhindern. Also ja, das System, was sie sich da überlegt haben, ist reichlicher Mist. Aber ganz ehrlich, das System, was wir hier haben, oder das System mit den Artis und auch der HE-Änderung, ey Leute, das ist genauso ein Crap. Also mal im Ernst, ich habe auch unter verschiedensten Videos und etc. kaum mal positive Sachen gelesen. Das Einzige, was ich gelesen habe, worauf ich ja letzte Woche eingegangen bin, ist kompletter Hate wieder mal gegen Leute, die Artillerie spielen. Ja, das davon habe ich gelesen. Und davon auch teilweise nicht zu wenig. Aber, na, ob der trifft. Ja, aber ansonsten weiß ich nicht. Also, ich frage mich echt, wie wir es geschafft haben, dieses Thema Crew 2.0 zu verhindern. Oder zumindest erstmal Wargaming dazu zu zwingen, es weiter, noch weiter zu überarbeiten. Aber auf der anderen Seite, sowas wie die HE-Sachen, wo wirklich massive Kritik kam, dass das weiter verfolgt wurde und auch im Grunde kaum verändert wurde. Ja, also sind wir mal ehrlich. Da wurde im Grunde kaum was an der verändert. Ach, hier sieht man, die 9,1 ist der Wechsel der Granatentypen. Das ist auf jeden Fall ein Drittel der Zeit oder so. Wir gewinnen das sogar jetzt noch. So, da kann ich nicht hin. Ja, also, was soll ich sagen? Mir ist vorhin wirklich der Kragen geplatzt. Mir ist das ganze Wochenende schon innerlich so ein bisschen der Kragen geplatzt. Ich konnte darauf bloß nicht irgendwie reagieren. Und deswegen musste das jetzt einfach mal raus. Wer es geschafft hat, bis hierhin zuzuschauen, hat dann auch ein paar vernünftige oder etwas ruhigere Argumente von mir gehört. Aber ich bin über diese Änderungen echt sauer. Und das ist noch nicht mal, weil ich selber ein Arti-Verfechter bin. Also klar, natürlich schon, aber das ist noch nicht mal der Hauptgrund. Das ist einfach der Grund, dass Wargaming mal wieder, muss man ja eigentlich sagen, Sachen macht, die zumindest in meiner Wahrnehmung und auch in der Wahrnehmung von anderen von anderen CCTs, wo ich es mitkriege, nicht so gewünscht ist. Und auch das Feedback von deren Communities irgendwie, ja, nee, das ist nicht so. Und wenn ich quer durchs Forum lese, ich meine, gut, das Forum, haha, da kommt Großteil auch nur Trolling, aber okay, es ist halt trotzdem, sind es Meinungen. Und immer, also, man muss nicht jede Meinung berücksichtigen, gerade wenn es um Meinungen geht, da Battle Pass, super, danke, brauche ich jetzt nicht. Da kommen auch ein paar Meinungen, die unter der Gürtellinie sind, das ist mir durchaus klar. Aber das negative Feedback schlägt einem das schon komplett ins Gesicht. Und natürlich sind die am lautesten, also sind die negativen Sachen sind meistens die am lautesten sind, ja. Das darf man nicht vergessen. Deswegen bitte, wenn ihr das wirklich sachlich positiv seht, bitte meldet euch. Schreibt irgendwas in die Kommentare, wie auch immer, hebt einen Finger. Ich würde es gerne mal wissen, ob da draußen Leute sind. Und vor allen Dingen, na gut, rauszufinden, wie groß der Anteil ist, ist schwer, aber ihr merkt schon, also ich bin sauer. Ich bin wirklich sauer. Und Wargaming gibt mir hier in der dritten Runde so direkt die Vorlage im Grunde weiter zu kritisieren. Also einerseits drei Artis auf Minen, drei Artis generell. Leute, hört doch einfach mal auf die Spieler und versucht es einfach mal. Macht es doch einfach mal. Macht einen Sandbox-Server,
Eine Woche Arti-Limitierung auf 2 Artis pro Team. Eine Woche Limitierung Arti, eine Arti pro Team. Und dann schaut einfach doch mal, was passiert. Schaut einfach, schaut es euch einfach mal an. So. Und der zweite Punkt ist Minen. Minen im High-Tier. Minen auf Tier 10. Das hat noch nicht mal was mit Arti-Alltag oder Arti überhaupt zu tun. Nein. Es ist einfach, es ist Minen auf Tier 10. Es gibt genug Karten, unter anderem Minen, die haben im High-Tier und vor allen Dingen auf Tier 10 verdammt nochmal nichts verloren. Einfach nichts verloren. Und anstatt, dass mal sowas angegangen wird, dass Wargaming sagt, hey, Minen, Ensk, wie auch immer die Karten heißen mögen, da stand übrigens was, ist ja egal. Ja, ist scheißegal, welche Karten das jetzt konkret sind. Also Minen, klar, hier jetzt als konkretes Beispiel. Aber wir begrenzen die auf maximal Tier 7. Von mir aus Tier 8. Selbst mit Tier 8 hätten sie damit schon was geholfen. Aber nee, wir doktern an Artillerie rum und verschlimmbessern es im Grunde nur. Wirklich, verschlimmbessern. Wir ändern es so, dass Artillerie-Spieler unzufrieden sind. Ich meine, gut, dass man dass Artillerie-Spieler unzufrieden sind, aber dass die gegen Arti sind, auch im Grunde sagen, nee, das ist, also kommt, das bringt's doch nicht, das ist Schwachsinn. Sagen wir mal zumindest viele davon. So, aber immerhin, die beiden Radpanzer sind raus. Der 60 TP zieht sich hier jetzt zurück. Das wird schwer, da ranzukommen. Wobei, nee, hier dann nicht mehr. Nee, hier ist er dann soweit. Okay, gut, dann gehen wir auf den TVP. Einzielen, einzielen. Hier komme ich nicht hin. So, wir laden aber jetzt mal die andere HE, weil die einfach mehr Durchschlag hat. Und mal gucken, ob wir gegen den TVP sogar einen Pen hinkriegen. Hier. Gutes. Kollege. Kollege. Oh, nimm mal. Wow. Wow, das ist aber auch. Das ist Testserver. Wow. Also einfach just wow. Die Maus da. Also ich meine, yo, okay. Geht klar. So, die steht aber jetzt safe. Komme ich an das Objekt noch ran? Mit Glück. Aber auch nur mit Glück. Also. Der TVP. Nope. Tja, schwierig. Mit Pech werden wir jetzt gleich vom Super Conqueror begrüßt. Wobei, der müsste eigentlich... Naja, die Maus am Hill können den nochmal aufmachen, wenn der hier reinpusht. Da ist der V. Aber da komme ich dank des schönen Steins nicht hin. An den TVP komme ich auch nicht ran. An die Maus komme ich... hier komme ich an die Maus ran. So, wir ziehen ein. Wir schießen. Jo, und treffen nicht. So ist der Super Conqueror. Die GW wird gecountert, so wie wir sehen. Da war ein Splash-Radius oder ein Splash-Kreis auf der Minimap zu sehen. Da ist der Super Conqueror, okay. Der wird keinen Schaden gemacht haben. Der Super Conqueror fährt jetzt in aller Arschruhe hier hoch. Fährt er wenigstens da lang? Ja, aber da geht nicht nochmal auf. So, die Maus.
Geht raus. Artillerie. Es fehlt noch eine zweite Arti. So, jetzt hätte man natürlich auf den Superkonkerhaus schießen können, aber gut. Haben wir hier am Ende 900 Damage gemacht und 1800 Support. Das Problem ist natürlich, dadurch, dass wir jetzt mit der HE2 schießen, können wir einfach auch viel weniger Support Damage landen. Das heißt, die Gun Marks auf den AT-Werten schön sinken. Also, ja. Okay. Was soll ich sagen? Ich bin frustriert. Ich bin sehr frustriert. Mir fehlen einfach die Worte mittlerweile. Also ich hab alles gesagt. Weil wenn ich jetzt noch weiter rede, dann sage ich nur noch was Falsches. Und das möchte ich ja nicht, ne? Das möchten wir ja nicht. Gucken wir mal, was wir hier am Ende für eine wunderbare Runde gemacht haben. Oh, eine dritte Klasse. Es reißt mich vom Hocker. Wir machen 1000 Damage. Das ist, ja, also 1000. Die andere Arti macht 1700 und die GW macht, oh, die GW hat hier in der 10er Runde so richtig einen rausgehauen mit 423 Damage. Wir machen immerhin 2200 Support noch, ja, das ist ganz schön, also in der Summe dann okay. Ansonsten, was soll ich sagen, ich hätte gerne auch Load hier getestet, aber es geht einfach nicht. Selbst Tier 9 Arti, ich kriege keine Runde, ich... Viertelstunde in der Warteschleife. Dreimal, fünf Minuten. Was soll ich dazu noch sagen? Also, ich bin wenig begeistert, wie ihr seht. Ich war schon bei einem Sandbox-Server wenig begeistert von den HE oder von den AT-Änderungen. Halt HE, und darum geht es ja gerade nicht, um die AT-Änderung. Wir werden mit 1.13 den ganzen Spaß wohl bekommen. Ich bin gespannt. Lasst mir gerne euer Feedback da. Habt keine Hoffnung, dass dieses Feedback bei Wargaming gehört wird. Und in dem Sinne, halt, ja, wenn es euch trotzdem gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Mein Dank geht raus an meine kleinen und an meine großen Kanalunterstützer, Namen nicht genannt, Ködö, Irendal, Thomas und Kalle. Und wir sehen uns dann wieder zu einem der nächsten Videos. Macht's gut, ciao, ciao, euer Oher.